Die Inflation in den USA hat sich im vergangenen Monat wie erwartet abgeschwächt. Die Verbraucherpreise steigen nur noch um 1,6% nach 1,8% im Vormonat. Und im gleichen Atemzug scheint der amerikanische Arbeitsmarkt tatsächlich in einer relativ robusten Verfassung zu sein. Es haben sich deutlich weniger Menschen arbeitslos gemeldet in der vergangenen Woche als in der Woche davor. Trotzdem, Zitat, wer nun glaubt, dass die amerikanische Notenbank Fed den Zins jetzt doch nicht senkt, der hat sich geschnitten. Zitat Ende, das sagt Dr. Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der VP Bank. Der DAX hat heute ein paar Mal das Vorzeichen gewechselt, pendelt also so um den Schlusskurs vom Vortag, vom Mittwoch. Jetzt zum Handelsende sieht es danach aus, als ob wir doch ein kleines Plus in den Feierabend retten könnten. Aber wie gesagt, da kann sich immer noch einiges tun. Seit einigen Tagen schon beobachten Händler rege Käufe in Calls auf die Google-Mutter Alphabet nach einer Empfehlung. Ja, wir hatten das am Vortag schon gesehen und gleiches gilt auch für SAP. Auch hier ist es eine Empfehlung, die die Anleger bei der Stange hält und zugreifen lässt bei Calls auf SAP. Wir schauen kurz voraus, hier die wichtigsten Termine für den Freitag. Da schauen wir zunächst nach Asien, das Handelsbilanzsaldo der Chinesen. Damit öffnen wir den Handelstag. Weiter geht es mit dem Blick nach China, die Industrieproduktion. Dann haben wir aus der Eurozone ebenfalls die Industrieproduktion für den Mai. Und weiter geht es mit den Erzeugerpreisen aus den USA für den Monat Juni. Das wieder das Thema Inflation und Preisstabilität oder eben nicht. Wir haben Zahlen von Nordwesthandel und ja, wenn das alles klappt, auch von Steinhoff. Und wir haben eine Hauptversammlung morgen, das ist die von Gramma. Und nicht vergessen, die Aktie von Fielmann, wenn Sie die morgen anschauen, die ist rein optisch schon mal etwa 1,90 Euro günstiger. Das ist nämlich der Dividendenabschlag. Einen schönen Donnerstagabend und auf Wiedersehen bis Freitag.